Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ich wollte mal schauen, wir haben ja den Wassertransporter Gärrester hier holen lassen und sie hier in den Fermenter reinfahren zu lassen, aber der kann auch gleich von hier aus. Haben wir nur noch Gärreste dann? Die Gülle, das hat er alles verbraucht. Dann kann er nämlich von hier Abwasser mitnehmen. Hier sind 200.000 Liter Abwasser drin. Was haben wir hier an Gärresten? Ich glaube, der war jetzt zum ersten Mal hier. Ja, dann haben wir noch 100.000 gegebenenfalls für Reserve. Ja, die sind beide nah aneinander. Der andere fährt Silage verkaufen, haben wir auch in der letzten Folge eingestellt, und der andere bringt Gärreste rüber zum Fermenter. Hier haben wir Klopapier verkauft und eigentlich wollte ich zu unserer Wollgeschichte hierhin, und zwar hierhin, dass wir jetzt schon mal, ich weiß ja wo nicht, wo er gleich mit den Reihen anfängt. Der dürfte jetzt auf dem letzten Vorgewende sein. Und wir könnten ja schon mal Ballen wegbringen. Den lässt er noch nicht ab. Nee. Ich glaube, drei werden wir doch hier zusammenkriegen, oder? Eigentlich sehe ich nur zwei. Nee, da ist es. Auf der anderen Seite liegt, glaube ich, gar keiner. Und wir müssen hier 20 Ballen runterholen. Von diesem Feld. Ich nehme an, das geht auch wieder zur Spinnerei. Ach, den Ballen hatte ich ja weggelegt, ne? Weil er sich den wohl selbst. Ach ne, da ist doch noch ein Ballen. Deswegen fahre ich jetzt hier auch mal rum. Wäre ja jetzt eh egal gewesen, wie rum. Aber wir können doch hier vorne raus. Ein Ball liegt da vorne. Und einmal schauen, wohin gehen die Sachen. Zur Spinnerei, ja. Baumwolle kann ja eigentlich nur zur Spinnerei. Und dass wir hier hochkommen. Und Verkaufspunkt Spinnerei. Ist ja auch gleich hier vorne. Also da sind wir ja fix. Oh, was machst du denn hier? Das hast du eigentlich noch nie gemacht? Jetzt willst du auch ganz woanders lang, glaube ich. So wie deine Reifen stehen. Weiß nicht, was dich da geritten hat. So, du bist eigentlich beim letzten Mal hier. 900 müssten schon drin sein, richtig? Ja.
Und dann kann der nämlich hier einen Separator, Abwasser und dann zum Klärwerk fahren. Und das eigentlich unendlich. Nicht nur zweimal, bis hier alles, ups, bis hier alles weg ist. So gut, jetzt wird er einmal in eine Runde fahren, schätze ich mal. Oder? Nicht auftanken. Dann werden wir immer hier in eine Runde fahren. Und da ist wieder eine Ladung Silage verkauft worden. So, schaffst du das jetzt? Ja, weil der ist ziemlich weit vorne, also unter dem Rohr, obwohl ja nichts rauskommt. Mist ist aber auch ein bisschen und Herbizide. Mist haben wir fast 90.000 und Herbizide, ja gut, 10.000 reicht für alle eine Füllung. Gärreste werden hier nicht viel produziert. Ladung ist mal wieder sehr viel da. So, ist der Baumwoll. Der ist bei der Spinnerei. Ein Stück vor. Weil der Arm geht hier raus. So, kriegen wir es rein. Ja, genau 20 Ballen. Kommt ja dann hin. 15% mit 3 Ballen. Dann bitte wieder zu Feld 15. So, hier können wir ein bisschen aufräumen. Erstmal gut. Muss was repariert werden? Ja, ein bisschen was. Können wir aber auch gleich wegsetzen.
Du verkaufst. Du kannst erstmal hier stehen bleiben. Du fährst Abwasser zum Klärwerk. Dann kommen wir da auch wieder ein paar Stunden höher. Weil wir müssten ja eigentlich jetzt laut dieser Anzeige mehr produzieren, als wir als das Klärwerk verarbeiten kann. Ach, da steht der andere im Weg. Sollen wir den schon mal, den können wir schon mal rumschicken. Der hat ja quasi wechselnde Ablade, ja. Anwenden. Du fährst. So, du hast was ganz anderes. Gut, aber du fängst mit 1 an. Klärwasser Eingang. Und hier kommt Abwasser hin. Noch genügend Sprit drin. Passt. Der ist. Muss die Anzeige mal länger stehen lassen. Dann könnte ich da auch eher reinspringen. So. Der ist wieder hier am Feld 15. Der müsste aber da vorne einen Ballen gelassen haben. Kann ich den hier. Ne? Lass er mich nicht abladen. Händisch. Muss ich ihn wahrscheinlich rausnehmen. Dann ist es noch das Feld, das wirklich noch abgeerntet wird vorm Winter. Was ist mit unseren Feldern, wo noch nichts drauf ist? Macht es da Sinn? Wir können Gras heute noch ansehen. Baumwolle im Februar wollen wir ja nicht. Und Lavendel können wir im Februar. Und dann im März wieder volles Programm. Macht es Sinn? Ich glaube, irgendwann wächst es ja auch nicht mehr. Aber wir brauchen ja auch nicht im März schon ansehen. Die haben ja bis auf Baumwolle, was ja früher anfängt, und Lavendel. Jetzt haben ja jede Frucht 2 Monate quasi Zeit zum Anpflanzen. Eigentlich sollten wir das tun. Und hier sind wir am Hof. Der fährt schon mal die nächste Ladung. Weil der ist ja hier noch, steht ja hier noch. Sollte auch voll sein. Dann fahren wir den mal nach drüben. Dann sehen wir da mal Gras an. Soll's nicht baden gehen? Jetzt hat er sich auch so eingeschlagen. Dass er da nicht rauskommt. Komm mit mit Schwung, aber komm. Richtig, Kraft nicht auf dem Boden. Ich glaube, ich tausche dich wieder um.
löschen, Kurs generieren. Scharf ist klar, Bahn auch gut. Gemulcht hatten wir hier. Ich hatte vorhin wieder das Flackern hier von diesen Eichen, aber momentan geht's eigentlich. Einmal abgespeichert, neu gestartet. Dann war es auf einmal wieder weg, aber schon komisch. Erster Wegpunkt ist richtig. Gras ist auch eingestellt. Sind eigentlich von unseren anderen Feldern was erntereif. Gras können wir auch mal anmachen. So, und 35 können wir abernten. Ansonsten ist noch nicht so weit. Oh, jetzt ist er auf der Bahn. Gut, dann wissen wir, der eine muss dann irgendwann weg. Und bis der andere hinten weg muss, das dauert noch. Gerade wohl die erste Bahn gemacht. Wollen wir den einen da hinten schon mal wegholen? Dann kriegen wir hier bestimmt auch noch entweder einen Flug oder eine Grubbermission. Wenn wir das Feld abgearbeitet haben. Dann nehmen wir als erstes mal den hier mit. Ich glaube, da drüben lag keiner mehr. Drehen wir hier einmal. Dann kommen wir genau passend. Ja, er wird hier noch einige Bahnen fahren müssen. Gut, aber wir haben ja jetzt erstmal ein Viertel quasi auf dem Anhänger gehabt. Drei Bahnen schon weggebracht. Zwei haben wir hier, eine hat da hinten drauf, sind sechs. Also da fehlen noch 14. Der fährt noch wieder. Okay. Na gut, Silage ist jetzt nicht das Problem. Der fährt die Abwasser. Und der andere hoffentlich auch. Hier können wir wieder Gras wegnehmen. So. Dann brauchen wir den Big M.
Das ist ja so wie bei Gras. Also wenn darunter verdorrt erscheint, ist es dann wirklich komplett ausgewachsen. Der hat die dritte Bahn gezogen, jawohl. Und hier können wir einmal ernten. So, einmal Kurs. 10 Meter, dann reichen 2. Kurs generieren und starten. Haben wir was für den Komposter? So. Ich weiß gar nicht, wie viel oft du noch verkaufst. Milch könnten wir eigentlich auch wieder zur Molkerei fahren, aber wir lassen jetzt erstmal hier die Abwässer fahren. Textilfabrik braucht Baumwolle, aber hat noch 2 Tage, das ist ausreichend. Pelletfabrik braucht Melasse. Okay. Da könnten wir vielleicht. Guck mal, da ist es schon wieder einer. Nehmen wir die noch weg. Erstmal einmal ausklappen, dann bitte zur Spinnerei wieder. Haben wir schon mal 6 Ballen da. Raffinerie, Raps, nur noch einen Tag, aber da können wir ja nichts machen, ist so. Können wir dann mal schauen, wie viel wir mittlerweile produziert haben. Wir hätten ja noch Sonnenblumen. So. Zack. Wo ist der Kleine? Da steht er. Hier haben wir doch ein bisschen Melasse drin. Da war es doch schon. Nein. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Das sind doch mal 20.000. Ich glaube, da wird nicht sehr viel Melasse benötigt.
Pelletsfabrik liegt in Industrie Süd. Paletteneingang. Ich glaube, die kommen auch dahin, wo die Leerpaletten hinkommen. Wo fährt er gerade rum? Da ist er nicht. Da ist der LKW. Bist du hier? Ne, hier steht er auch nicht. Suchen. War der denn schon einmal hier? Ja, hier ist auf jeden Fall war der schon einmal da. Das ist 3. Wo war denn jetzt 2? 2 war jetzt. Kann er das sein? Ja. Fahrzeug einsteigen. Da war jetzt gerade gegenüber von der Spinnerei quasi. Und hat Abwasser abgeholt. Hier geht wieder was rein. Ich glaube, den Rest werden wir auch drüben abladen können. So, hier unsere schönen Leine. Was stehen Sie denn da drin? Kommen Sie mal da raus. Hier ist ja so viel Platz. Tor, ihr hat uns ja schon mal gerettet. Weil mit dem LKW kommen wir ja hier nicht durch. Aber mit dem Futtermischwagen schon. Ne, wären wir doch nicht leer. Und ich habe, glaube ich, habe ich es jetzt aktiviert. Von Achimobil das Lager hier drin, das Holzlager habe ich jetzt auch mal aktiviert, oder ist es Silos? Ist es unter Silos? Ja, hier war es, glaube ich, schon. Ist natürlich riesengroß. Weiß nicht, ob ich das mir irgendwo hinpacke, weil so viel Holz habe ich nicht. Und das Holz landet, wenn ich es fälle, ja eigentlich sofort im Sägewerk. Junge Dame. Sollen wir jetzt machen, Feigling oder was? Gut. Die haben es nicht anders gewollt. Ach, jetzt läuft sie wieder. Gut. 31.
Hier ist Abwasser 2. Oh. Welchen soll ich denn jetzt rausnehmen? Ich würde sagen, ich nehme den hier raus. Sonst. Deswegen ist, glaube ich, auch der Silagefahrer immer noch unterwegs, weil ich den einmal rausgenommen habe und dann fängt er wieder von neuem an. Und du sollst ja eh unendlich fahren. Ist. Bis Wasser, bis Abwasser weg ist. Der ist am Mähen. Auch schon bei den Bahnen. Na, dann muss ich erst die Anzeige, damit ich die letzten Liter auch noch rausbekomme. Du sollst aber gleich ihren Ballen wieder ablegen. Aber irgendwie. Der muss noch 14 Ballen. Sagen wir noch 12 Ballen pressen. Ist noch eine Menge. So, liebe Freunde, dann lasse ich den hier mal ein bisschen laufen und dann sehen wir uns morgen wieder hier zum Ende, schätze ich mal, der Geschichte. Bis dann, euer Stevie.